Die Frau ist beim Schalter. Dann könntest du ewig hier bleiben. So ist das Leben. Verlorenen Seelen. Eine von Heimat. Anfühlt. Ja, ihr alle. Die hier kommt tot. Ich glaube, ich wäre. Vielen Verlorenen wie möglich. Verstecken. Was willst du da? Ich bin gekommen, um euch von hier fortzubringen. An einen sicheren. Ich wurde gebeten, euch. Einander. Aber die Hunde. In der wir unterkommen könnten. Sie sagen. Es gab auch noch ein verlassenes Lager. Idee. Los!
ein leichtes Spiel. Bleibt hinter mir. Als Fährmann der Toten haben. Und ihre Münzen gestohlen.
Gehilfin, du musst den Dieb finden und können. Warum setzt du sie nicht einfach über? Ach, ich bin damit einfach nicht. Außerdem würde Hades mir das Inseln abbrennen. Habt ihr das alle gehört? Meine Gehilfin wird den Münzen. Warum sollte jemand... Die Münzen sind meine Bezahlung für die Fahrt in die Unter... Hier kommen so viele durch und ehrlich gesagt, seht ihr für mich alle... Komm schon, denkt nach. Naja, da... ...die sich komisch verhalten haben... Ich komme zurück, wenn ich mehr weiß. Such am besten. Wir sehen die ersten Münzen verloren. Viel Glück. Als hätte ich... Drängen furchtbaren Ödland... den Dieb auf. Ich hab... Aber... Ich mit... Der... Im... Steht... Ist dir irgendetwas? Vielleicht waren seine Münzen bereit. Ich glaube, ich habe genug gehört. Mit dem wurden sicher die Münzen herausgeschickt. Hast du meine Münze? Das habe ich also gespürt. Die letzte Münze meines Geldbeutels durchtrennt wurden. Das war? Politiker konzentriert, der zur Menge sprach.
wurde, während der Politiker zur Menge sprach. Du siehst nicht, wie die Leute. Ich jemanden. Und zwar, ich habe. Kommt vielleicht bekannt vor? Kam daran erinnere ich mich nicht mehr. Das dein Fehlen. Beim St Hast du irgendwas Seltsames während deiner Reise? Ich muss gehen. Goldenes Armband, aber besitzt. Endlich! Ich hatte nur befürchtet, du hättest. Es gibt vieles, das du nicht über uns weißt. Zum Beispiel. Die Toten wurden beraubt, während ein Politiker eine Rede. Äußerst verdächtig, weil er durch die Menge ging, fort vom Steg. Ich fand einen hübschen Dolch, mit dem sicher die Münzen herausgeschnitten wurden. Und ein goldenes Armband in der Grube, die die Münzen verbarg. Langsam wird's spannend. Es war der Händler. Er stahl die Münzen. Ein gieriger Händler. Typisch. Du warst es also, Leuten die Münzen. Schwachsinn! Niemand sollte dafür bezahlen müssen, die Unterwelt zu betreten. Du hast gestohlen, weil du gierig bist. Diese Menschen hatten nichts. Brauchen sie. Im Leben kann, soll es niemand können. Schön, dich zu sehen.
Was führt dich zu? Des Tartaras hören. Was geht hier vor sich? Sterbliche finden wirklich immer neue. Diese Leute für die Überfahrt und nun nicht mehr. Sie betreten. So lautet das Gesetz, Yara. Sie wurden vor hierher gesandt. Die Überfahrt steht ihnen zu. Warum lassen wir nicht uns über entscheiden? Schön gesagt, Cassandra. Die Überfahrt in die Unterwelt wird ihnen gewährt. Er führt ihn an die Hunde. Manchmal müssen Entscheidungen bewusst zu tun, ist unter deinesgleichen eine Seltenheit. Das erste. Das letzte. Für einen hoffnungslosen Fleischling hast du dich wacker gemacht. Aber das sollst du dies hier erhalten. Ich danke dir, Charon. Eine gute. Ich hoffe, du bekommst deine Antworten.